Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Special Video heute auf meinem Kanal Roadblockers Gaming. Und zwar war ich heute auf der Retro Games Con in Ludwigshafen mit einem Kumpel. Und ja, Gott sei Dank durfte das wieder stattfinden, denn 2 Jahre lang gab es das nicht, wegen Corona natürlich. Und jetzt waren wir dort, zwar mit Masken, aber ja, war trotzdem sehr, sehr cool. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich da bekommen habe. Und zwar, das erste ist eine Wundertüte, die ich mir immer dort kaufe. Die hat mein Kumpel mir gekauft. Er hat auch eine. Bei ihm war eine blaue Pokémon-Mütze dabei. Die habe ich vergessen zu fotografieren. Und meine ist hier. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Schauen wir uns das mal an. Das hat 5 Euro gekostet, die Wundertüte. Pokémon-Handschuhe für Kinder. Geil. Das ist ja witzig. Natürlich passe ich da nicht rein. Aber guckt euch das mal an. Meine Hand ist so und die Handschuhe sind so. Also ich weiß schon genau, wem ich das schenken kann. Habe ich schon jemanden? Da ist Pikachu drauf. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Nochmal so Pikachu. Und das sind natürlich Kinderhandschuhe, ja wie gesagt. Nummer 60, 7000 Kinderhandschuhe. Alles klar, cool. 5 Euro. Oh, da ist was runtergefallen. Da war noch was drin. Eine Zahnbürste. Eine Pokémon-Signal-Zahnbürste. Ist ja mal... Das ist ultra soft. Also wisst ihr was? Das ist richtig cool. Ist ab 6 Jahren scheißegal. Meine Zahnbürste ist eh total hart. Und jetzt freue ich mich echt auf so eine Pikachu-Pokémon-Zahnbürste. Richtig cool. Stell dich mal hier neben den Monitor. Und ja, da waren noch so ein paar Aufkleber dabei. Da habe ich jetzt gedacht, der Gewinner des Gewinnspiels von gestern kriegt einfach auch so einen Aufkleber mit dazu in die Packung. Und es wird auch bald noch ein Gewinnspiel geben. Da zeige ich euch gleich, was ich da mit euch vorhab. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Ich habe mir hier noch ein Poster gekauft für 5 Euro. Für meine Wand, für meine Tür, weil die so nackt ist, so leer, weiß. Ich mag kein Weiß, also nicht alles soll weiß sein. Deswegen kommt jetzt mit ein bisschen Farbe hier ins Spiel mit dem Super Mario Poster. Und weil ich das gekauft habe und der Verkäufer sehr nett war, hat er mir noch das hier geschenkt. Das ist irgendeine coole Tasche, eine witzige. Schauen wir mal genau, wie die aussieht. Eine Katzentasche. Ich weiß nicht, wenn ich damit zur Arbeit gehe, sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus. Vielleicht bin ich dann auch gekündigt. Aber die kann man auf jeden Fall hier so an den Gürtel dran machen, dann lauft ihr damit so irgendwie durch die Stadt und ne, ihr könnt hier aufmachen und dann so eine Nintendo Switch würde zum Beispiel reinpassen oder halt eben Handy oder Kokain oder was ihr alles dabei habt so. Und ja, ganz witzig so als Gimmick. Stelle ich auch mal hier neben den PS5 Controller hin. So, die war ja gratis, also habe ich jetzt nur gerade 5 Euro bezahlt plus nochmal 5 Euro fürs Poster, also 10 Euro. Dann habe ich hier Altered Beast für Mega Drive bekommen. Für 25 Euro mit Anleitung und natürlich mit OVP, wie man sieht. Das Spiel hatte ich zwar schon, aber leider ohne Packung. Und da habe ich mir gedacht, das gönne ich mir jetzt, weil ich kann das nicht mehr sehen, dass das Spiel da im Mega Drive steckt und das hat keine Verpackung. Und deswegen Altered Beast. Vor allem ist es das erste Sega Mega Drive Spiel. Das wissen wahrscheinlich viele gar nicht. Ihr denkt wahrscheinlich alle, Sonic wäre das erste gewesen. Nein, es war Altered Beast. Und das stelle ich auch mal hier hin. So. Dann habe ich bekommen... Oh, sehr viel. Ein Super Nintendo Controller. Gereinigt, funktionsfähig, gesäubert natürlich. 19 Euro. Also meiner ist kaputt, ich kann in Mortal Kombat nicht springen, weil der Oben-Knopf nicht funktioniert auf dem Steuerkreuz und natürlich brauche ich da einen neuen Controller. Schade, dass ich nicht 2 gekauft habe, aber naja, egal. Dann habe ich Super Mario Brothers gekauft, für 30 Euro, für NES natürlich, das erste Nein, es ist nicht das erste Mario-Spiel. Super Mario Brothers habe ich hier als erstes Mario-Spiel. So, dann hier, also auf jeden Fall Super Mario Bros. Und cool, 30 Euro ist auf jeden Fall wert, mit Schutzhülle hier schön. Sonst hätte es gar nicht richtig in meinen Rucksack gepasst, wäre kaputt gegangen.
Es steht sogar, man kann es hier liegen lassen oder stehen lassen. Dann gab es, also das habe ich echt gebraucht. Ich hatte Tetris noch nicht. Also zumindest, ups, falsch rum. Nicht den OVP. Und jetzt habe ich es. 30 Euro hat das Ganze auch wieder gekostet. Finde ich völlig in Ordnung für den Preis. Anleitung ist dabei, alles was man braucht. Und natürlich die Schutzhülle. Und das ist das Ganze ist vom Shop Verleihnix. Sieht man hier noch auf dem Label. Also die haben natürlich ein Geschäft, ein echtes Geschäft, wo man auch hingehen kann. Und die sind jetzt hier nach Ludwigshafen gefahren, damit sie eben da auch auf der Messe Spiele verkaufen können. Und ich freue mich drüber. Vielen Dank, Leute. Sehr cooles Teil. So. Hoffentlich fallen die jetzt nicht runter. Beim gleichen Verkäufer habe ich mir auch für 30 Euro Zelda Ocarina of Time gekauft. Das ist auch sehr cool. Ich muss das einfach haben. Also ich habe ja eine N64, kann ich auch spielen das Spiel, sonst wäre es ja sinnlos. Und ja, OVP, Anleitung, alles dabei. Es ist die US-Version, nicht die deutsche, aber ich habe auch einen Adapter dafür. Also Mortal Kombat 4 ist bei mir auch Englisch. Und ja, das hat so, das könnt ihr jetzt hier nicht erkennen, aber die Schrift hat so ein bisschen so einen holographischen Effekt. Die geht so irgendwie nach draußen, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ich mache das Ganze jetzt nicht nochmal auf, ja, weil es so besser ist. Nicht, dass es noch kaputt geht. So, Zelda, Altered Beast, Super Mario und Tetris. Und dann habe ich noch eine Sache gekauft. Mein Rucksack. Der ist voll mit Müll. Das ist eine Plastiktüte, die habe ich nicht gekauft. Na komm, wo ist es denn? Ah, zwei Sachen noch. Ja, die Super Mario Bros. 3 Spieleanleitung, weil ich das Spiel hier in OVP habe, seit meiner Kindheit. Und die Anleitung fehlte und jetzt habe ich sie für 5 Euro bekommen, also lohnt sich auf jeden Fall hier. Dann habe ich für euch was gekauft sogar. Und zwar, weil ich ja gestern ein PlayStation-Gewinnspiel gemacht habe, mache ich jetzt ein Xbox-Gewinnspiel, bald, nicht heute. Ich muss mir noch überlegen, was ich da mit euch vorhaben werde. Und es ist Titanfall, war auch nicht so teuer, 8 Euro glaube ich hat es gekostet. Vielleicht haben es ja einige noch nicht. Ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ja, und das ist für die Xbox One, die ich auch bekommen habe. Übrigens, zeige ich euch gleich. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also Titanfall ist für euch. Und was ich noch bekommen habe außerhalb der Gamescom, weil ich habe das privat bei einem Mann auf Facebook gekauft. Eine Xbox One habe ich bekommen in OVP. Also die Xbox One steht hinten auf dem Tisch, wo die Konsolen sind. Und hier ist das Menü. Das richte ich gerade alles ein. Und hier ist die OVP dazu. Außerdem habe ich noch was bekommen von ihm. Das ist die OVP von dem Classic, von der Classic Xbox. Die hat er mir für 10 Euro auch noch dazu gegeben. Weil ich will oben so ein bisschen was dekorieren mit Packungen. Ich habe von der Series X den Karton, PS4, PS5 natürlich, Wii, und das passt perfekt dazu. Dann packe ich das mal weg. Und auch von ihm, er hat mir ein paar Spiele mitgegeben. Black Ops 3, GTA 5 war dabei. Halo Wars 2, was ich noch gar nicht kenne, und es ist sogar sealed, also komplett neu, original verpackt, nicht geöffnet. Battlefield 4, Wrestling 2018 und Fußball PES 2018. Ja, insgesamt 6 Spiele für mich von ihm, 1 sealed. Ich überlege mir noch, ob ich doch nicht euer Gewinnspiel erweitere und ihr könnt euch eins von diesen Spielen plus Titanfall aussuchen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal überlegen. Okay, gut. Das war's auch schon mit meiner Ausbeute heute. 140 Euro habe ich ausgegeben. Natürlich zählt jetzt die Xbox One nicht dazu. Das wären dann nochmal ein paar Euro mehr. Und ja, ansonsten gab es richtig geile Spiele. Zum Beispiel Mega Man 7, original verpackt für Super Nintendo. Hat 890 Euro gekostet. Ja, ist eigentlich ein Schnäppchen, weil das Spiel auf eBay so 1200 ist. Ich habe es natürlich nicht gekauft, weil es war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Nur ein kleines bisschen. Liegt aber auch nicht daran, dass ich keine 900 Euro dabei hatte. Naja,
Auf jeden Fall war es das von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Pickup-Video gefallen. Und ja, wenn ja, könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Daumen nach oben. Und ja, mir vielleicht erzählen, ob ihr auch schon mal auf der Retro Gamescon wart und ob ihr da auch was gekauft habt. Wenn ja, was? Schreibt es mir alles in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das wird bestimmt ein Gewinnspiel werden. Vielleicht nicht das nächste, aber das übernächste. Also Leute, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis bald. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne in meine anderen Videos vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen, Leute.